Wir von der Hühnerpost begrüßen Sie zu unserem heutigen Tierschicksal im Lüneburger Tierheim. Wo ich hier stehe, das erzähle ich Ihnen sehr gern. Ich stehe im Foyer des Lüneburger Tierheims und durch diese Tür gelangen wir ins Hundehaus. Und wir möchten Ihnen heute eine Hündin vorstellen, die ist einfach klasse, die ist toll. Die Tierpflegerin natürlich auch, hallo Marina. Das ist eine Maske. So, das ist Maske, genau. Maske? Was ist? Eine 8-jährige Bernhardiner Mischlingshündin. Und trotz ihres letzten Alters, hast du gesagt, ist sie noch fit und agil. Ja, und möchte noch ganz viel tun, ganz viel laufen, ganz viel Spaß haben. Süße Maus, ja. Süße Maus, erzähl mal ein bisschen, was ist Maske passiert, dass sie hier jetzt schon seit 3 Monaten auf ein neues Frauchen oder Herrchen warten? Ja, sie ist halt abgegeben worden, weil die Leute halt keine Zeit mehr für sie hatten und eben auch, weil sie nicht so ganz, so ganz lange alleine bleiben kann. Wenn man jetzt den ganzen Tag arbeiten geht und dann den Hund auch schon allein lassen will, da ist sie jetzt nicht so geeignet, weil sie das nicht so mag. Ne? Sie möchte gerne bei ihren Leuten sein. Also wir haben es hier mit einer echten, treuen Seele zu tun, die jetzt gerade ein bisschen verschwunden ist von der Bildfläche. Komm her, Mädchen, du bist so hübsch, bist du. Die ist unglaublich lieb und treu und anhänglich. Genau. Ein paar Stunden alleine bleiben, also ein bisschen kann sie schon. Ja, nur nicht so ganz so lange. Ne? Maske mag Katzen, hast du mir erzählt. Ja, Maske war jetzt einmal bei uns vermittelt, da lebten auch Katzen. Und mit denen kam sie super klar, gar kein Problem. Was allerdings bei ihr im neuen Haushalt nicht sein sollte, sind kleine Kinder. Also Kinder so ab 10, 12 Jahre ist alles in Ordnung, aber so ganz kleine, wuselige Kinder, die ganz viel Action machen, das ist ihr in ihrem Alter schon ein bisschen zu nervig. Also, du möchtest noch schön lange Spaziergänge machen, habe ich noch erfahren, ja? Genau. Und auch wenn du schon 8 Jahre alt bist, möchte sie noch ein bisschen was erleben. Gesundheitlich topfit. Alles fertig. Maske ist geimpft. Ja, Maske ist geimpft. Sie ist gechippt. Gechippt, entwurmt, entflut. Perfekt. Sie hat sich durchgecheckt, alles in Ordnung. Hallo. Wunderbar, bedanke. Da brauchst du doch nur noch das richtige Frauchen, genau. Ein Herrchen oder vielleicht sogar ein Pärchen. Ja, auch gerne genommen. Kein Problem. Also überhaupt kein Problem, Hund. Ein Hund für für jeden Tag und in allen möglichen Lebenslagen. Wenn Sie Lust haben, Maske kennenzulernen, dann sind Sie doch auch ganz toll. Ich finde Sie toll. Sie sind ganz treue Liebe. Ich wünsche mir ein ganz schönes Zuhause für Sie. Und wenn Sie Interesse haben, dann kommen Sie doch einfach mal zu unserer Besuchszeit vorbei und lernen Sie Maske kennen. Also mal ganz ehrlich, jetzt hast du dich aber echt was getraut, ne? Warum bist du immer so schick? Aber jetzt legst du schon richtig los. Super, das fällt mir gut. Bis dann. Tschüss. Ich bin noch ein bisschen drüber.